bin Edora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Ich bin She-Ra! Nur wenige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Leito, Madame Res und Cowl. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften, Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Achtung, He-Man! Es geht los! Jetzt wollen wir mal den Schild testen. Sehr gut, He-Man! Mal sehen, ob der Schild auch Gefrierstrahlen aushält. Oh, ist das kalt! Oh. Alles in Ordnung, Duncan? Na klar, mir geht's gut. Besonders jetzt, wo ich weiß, dass mein elektrischer Schutzschild gegen Granaten und Gefrierstrahlen schützt. Danke. Das wurde auch Zeit. Hörst du mich, He-Man? Ich rufe dich. He-Man, was ist denn? Komm ins Schloss Grayskull. Deine Schwester Edora braucht deine Hilfe. Beeil dich. Die Sorceress. Ich muss sofort ins Schloss Grayskull. Edora scheint in Schwierigkeiten zu sein. Gott sei Dank, da bist du, He-Man. Ich habe mich selten so gefreut, dich zu sehen. Das ist mir aus der Seele gesprochen, Madame. Ich freue mich auch, euch beide zu sehen. Was ist los? Wie kann ich dir helfen, Edora? Ach, es ist schrecklich. Wirklich ganz schrecklich. Heute Morgen fing alles an. Erzähl es ihm, Edora. Ein Mann, der uns total fremd war, begegnete uns in der Nähe der Whispering Woods. Und er erzählte uns, dass Horde-Soldaten auf dem Weg zu einem nahegelegenen Dorf seien. Er sagte, die Bewohner des Dorfes sollten alle zu Sklaven gemacht und in Hordaks Minen geschickt werden. Edora und Bo machten sich mit unseren besten Kämpfern sofort auf den Weg, um der Sache nachzugehen. Aber es stellte sich bald heraus, dass dieser Mann in Wirklichkeit für Hordak arbeitet. Er lockte uns direkt in eine Falle der Hordes. Ach, es geschah alles wahnsinnig schnell. Unsere Freunde hatten gar keine Chance zu fliehen. Edora wurde von einem Betäubungsstrahl getroffen. Dabei fiel ihr Schwert zu Boden. Sie hatte gar keine Gelegenheit, sich in She-Ra zu verwandeln. Und Gott sei Dank konnte Spirit Edora vor den Hordes in Sicherheit bringen. Aber ich war die Einzige, die entkommen konnte. Alle anderen wurden eingefroren und von Hordak gefangen genommen. Man brachte sie in die Schreckenszone und sperrte sie in die Kerker. Und wo ist dein Schwert, Edora? Hast du es wiederbekommen? Wir sind dahin, wo ich es verloren hatte, zurückgeritten. Aber das Schwert war weg. Die Soldaten hatten es wahrscheinlich mitgenommen. Naja, es ist wenigstens beruhigend, dass sie nicht wissen, wie wertvoll das Schwert ist. Aber wir müssen es trotzdem zurückholen. Und zwar schnell. Halt, eins nach dem anderen. Erst sollten wir sehen, dass wir so schnell wie möglich Bo und die anderen befreien. Ich rechne mit deiner Hilfe, He-Man. Natürlich helfe ich dir, Edora. Ich werde nach Etheria kommen, sobald die Sorceress das Dimensionentor geöffnet hat. Danke, Bruder. Ich wusste, ich kann auf dich zählen.
Ist das ein schöner Anblick. Ich danke dir, Speister. So gefallen mir die Rebellen am besten. Dir nicht auch, Ketra? Ja, Hordak. Ja. Dieser Speister, so ein widerlicher Schleimer. Au. Richtiger Hordak. Ihr werdet am Astrocom verlangt. Ach, die sollen warten, ich hab zu tun. Aber es ist Hordes Prime. Hordes Prime? Warum sagst du das denn nicht gleich? Seid gegrüßt, eure Prächtigkeit. Ich bin so schnell ich konnte. Ich habe dich rufen lassen, um dir zu sagen, dass ich Inspektor Darkney nach Etheria schicken werde. Inspektor Darkney? Oh nein, nicht den. Ich habe ihn veranlasst, einmal gründlich zu untersuchen, wie du die Dinge dort regelst. Ich will, dass Darkney endlich mal der Sache auf den Grund geht, warum du bis jetzt nicht fähig warst, diese paar armseligen Rebellen zu besiegen. Aber Sire, ich habe gerade ein paar der allerbesten Rebellenkämpfer. Ja, und wie ich dich kenne, werden sie wieder entwischt sein, bevor Darkney ankommt. Aber ich weise dich darauf hin, dass du alles, was mir der Inspektor berichten wird, auszuwarten hast. Das versichere ich dir. Das könnte auch zur Folge haben, dass ich dich ablösen lasse, Hordak. Nun ist Schluss! Jetzt hast du dich lange genug im Erfolg des Sonnenmeister. Ich will, dass die Wachen für die Gefangenen sofort verdoppelt, nein, verdreifacht werden! Wenn irgendeiner dieser Gefangenen entkommt, ehe Darkney hier ist, bin ich erledigt. Inspektor Darkney kommt her. Wie es scheint, hat Hordes Prime langsam genug von Hordaks Stümperei. He-Man! Bin ich froh, dass du endlich hier bist. Rührt euch nicht von der Stelle, ihr Rebellenstrolche! Ihr seid beide verhaftet, verstanden? Ich werde euch jetzt sofort in die Schreckenszone bringen lassen. Das möchtest du wohl, Glubschauge. Was sagst du, Glubschauge? Los, friert sie ein! Stell dich hinter mich, Edora. Man-at-Arms hat einen neuen Schild entwickelt. Der wird uns jetzt schützen. Oh nein. Wir werden die Schreckenszone bald erreicht haben, Inspektor Darkney. Moment mal! Lande da unten, das möchte ich mir näher betrachten. Aber Inspektor Darkney, Hordak erwartet euch in der Schreckenszone. Hey, es ist meine Aufgabe herauszufinden, warum Hordak nicht fähig ist, diese Rebellen zu besiegen. Nun geh runter, damit ich mir den Kampf ansehen kann. Nimm du den Schild, Edora. Jetzt müssen wir unsere Taktik ändern. Strengt euch an, ihr stümperhaften Blechkanister! Friert sie! Oh nein! Los, friert diese Rebellen ein! He-Man, pass auf! Ihr verfluchten Rebellen! Danke, Schwesterherz. Und wenn der Kerl gelandet ist, werden wir ihn uns schnappen, ehe er versucht zu fliehen. Hört gut zu, Rebellen, das ist eure letzte Chance. Ergebt euch! Dieser seltsame Vogel ist plötzlich vom Himmel gefallen. Wie findet ihr das? Wer ist das Häufchen Elend? Inspektor Darkney ist mein Name. Ich bin der Generalinspektor aus Hordes World. Hordes Prime hat mich nach Etheria geschickt, um ihm einen Lagebericht von hier zu geben. Wisst ihr, dieser Inspektor Darkney könnte uns doch bei der Befreiung unserer Freunde und bei der Suche nach meinem Schwert von Nutzen sein. Was sagst du? Ein Hordes-Inspektor soll uns von Nutzen sein? Raffiniert! Ich weiß, was du damit sagen willst, Dora. Und jetzt braucht sich Adam nur noch diesen falschen Bart anzukleben. Adam? Ach, jetzt verstehe ich. Eine sehr gute Idee, Schwesterherz. Da wäre ich mir an eurer Stelle nicht so sicher, Rebell. Schera.
Also wirklich, jedes Mal bin ich gerade... Wer bist du? Und was willst du hier in der Schreckenszone? Wer ich bin? Ihr erwartet doch heute einen Inspektor, oder etwa nicht? Ihr seid der Inspektor. Ihr sagt, ihr seid der Inspektor? Ich habe aber Inspektor Darkney erwartet. Inspektor Darkney ist zurzeit leider verhindert, deshalb bin ich für ihn eingesprungen. Und vergesst nicht, Inspektor Darkney sollte für Hordes Prime einen Lagebericht abgeben, damit er sich ein Bild von hier machen kann. Also, lasst uns rein. Hordes Prime, natürlich. Tretet ein, Inspektor. Quietschende Türen. Nicht gut, gar nicht gut. Mach einen Vermerk. Ich verstehe nicht, wieso sie nicht schon längst geölt wurden. Ja. Ja, machen wir weiter mit der Inspektion. Ihr habt davon nichts dagegen einzuwenden. Was einzuwenden? Ich? Nein, überhaupt nichts. Was Hordes Prime wünscht, ist mir natürlich ein Befehl. Wenn ihr mir bitte folgen würdet. Exerzieren, exerzieren und nochmal exerzieren. So halte ich die Hordes Prime Soldaten in Form, Inspektor. Was ihr nicht sagt. Was macht ihr denn, ihr Blechkanister? Sofort aufstehen! Wie lange habt ihr das denn exerziert, Hordak? Ich kann es nicht fassen. Naja, ich bin sicher, Hordes Prime wird das sehr interessieren. Mach einen Vermerk. Also, ich habe da noch was ganz Großartiges, was ich euch zeigen muss. Etwas, das Hordes Prime überaus glücklich machen wird. Das will ich hoffen, Hordak. In eurem Interesse will ich das doch sehr hoffen. Also hier lang, bitte. Folgt mir. Ihr werdet Augen machen. Wenn Hordes Prime das sehen könnte, wäre er sehr begeistert. Seht sie euch an. Die sogenannten Rebellenhelden. Alles meine Gefangenen. Sind das alle Rebellen, die ihr nach so vielen Jahren in der Lage wart, gefangen zu nehmen, Hordak? Ja, ich, aber... Dazu bitte auch einen Vermerk. Inspektor Darkney und Hordes Prime werden erstaunt sein. Ich begreife das nicht. Ich habe mich immer so bemüht, böse zu sein. Was ist mit diesen Zellen? Wie wollt ihr denn verhindern, dass die Rebellen wieder ausbrechen? Was? Aus meinem Kerker ausbrechen? Das ist unmöglich. Seht euch mal diese Gitter an, hier kann niemand ausbrechen. Ach, wirklich nicht? Ich zeige es euch, schließt die Tür hinter mir. Ja gut. Wenn ihr darauf besteht. So, gut. Und jetzt tretet zur Seite. Ha, seht ihr, reines Kryptarium. Das härteste Metall im ganzen Universum. Es ist durch nichts zu zerstören. Und jetzt macht wieder auf. Warte, Hordak. Wir haben eine kleine Überraschung für dich. Dora, ihr seid gar keine Hordes-Inspektoren. Ihr habt mich reingelegt. Öffnet die Tür, lasst mich hier raus. Das werdet ihr mir bitter büßen. Wir müssen Bo und die anderen befreien, solange wir Gelegenheit dazu haben. Dora, warte. Sieh mal, was da hinten liegt. Mein Schwert! Bin ich froh, Adam. Wie ist es schön, dich endlich wiederzusehen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Für die Ehre von Grayskull! Ich bin She-Ra! Jetzt stellt sich die Frage, wie wir Bo und die anderen unbehelligt hier rausbringen können. Ich glaube, ich weiß wie.
Der Inspektor wird sie ganz einfach durch das Tor geleiten. Halt! Wie lautet euer Auftrag? Soldat, du wagst es, mich anzuhalten? Hey, der Bursche ist der Inspektor. Der Inspektor von Hordes Prime? Verzeiht, Inspektor, ihr könnt passieren. Das ist ja interessant. Hordak begleitet die Truppe ja gar nicht. Ja, genau, du hast recht. Aber Hordak würde dem Inspektor doch nie von der Seite weichen. Wo mag er nur stecken? Halt, Abteilung, halt! Also, wer jetzt nach Hause gehen möchte, hebe den Arm. Gute Arbeit, Inspektor. Ja, danke, Adam. Und dir auch, She-Ra, danke. Jetzt sollten wir von hier verschwinden. Schleunigst. Du hast recht. Es wird nicht lange dauern, bis sie Hordak finden und uns verfolgen. Holt mich hier raus, ihr Dummköpfe! Ihr habt Adora und all die anderen Rebellen entkommen lassen! Oh oh! Lasst mich raus! Beeilt euch! Wir erwischen sie noch, bevor sie die Whispering Woods erreicht haben! Hm, hört sich nach Ärger an. Klingt nach Hordak. Bo, Netossa, begleitet die anderen zurück in die Whispering Woods. Adam und ich werden Hordak aufhalten. Kommt nicht in Frage, She-Ra, wir stehen euch zur Seite. So ist es. Wir lassen euch doch nicht im Stich. Adam und ich schaffen das schon. Edoras Wunsch wäre es auch, die anderen in Sicherheit zu bringen. Nun geht. Es bleibt nicht viel Zeit. Volle Kraft voraus! Ich werde diesen Rebellen eine Lektion erteilen, die sie nie vergessen werden. Meinst du, wir könnten He-Man überreden, uns zu helfen, Bruder? Das können wir sicher, Schwesterherz. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Bei Ei, wen haben wir denn da? She-Ra und He-Man. Ah, wie reizend. Oh Mann, hätte ich doch bloß vorher noch einen Ölwechsel gemacht. Lasst sie bloß nicht entkommen! Friert sie auf der Stelle ein! Schwert zu Stab! Hä? Das begreife ich nicht. Das wirst du nie begreifen. Beruhige dich. Oh nein! Oh. He-Man, siehst du das, was ich sehe? Ja, Schwesterherz. Schwert zu Diskus! Zieht die Köpfe ein da unten! Oh, nicht sie weg hier! Oh nein! Der Weg ist vollkommen blockiert. Jetzt entwischen sie uns. Das nenne ich Teamwork, Schwesterlein. Einfach perfekt. Lass uns zurück in die Whispering Woods gehen, ehe Hordak noch einen Weg über die Felsbrocken findet. Adam, ich kann dir gar nicht genug danken, dass du uns befreit hast. Wie Adora schon sagte, wenn es ernst wird, kann ich mich auf meinen Bruder hundertprozentig verlassen. Hey, ist das wirklich deine Meinung? Aber sicher. Wo ist eigentlich Inspektor Darkney? Was ist mit ihm, Madame? Also wirklich, so ein unangenehmer Mann. Ich habe diesen Darkney zurück in die Schreckenszone geschickt. Ich bin sicher, Hordak wird sehr erfreut sein, ihn zu sehen. Hordak, ich habe eine große Überraschung für euch. Ihr werdet staunen. Eine Überraschung? Was denn für eine Überraschung? Ich habe noch so einen Rebellenspion geschnappt, der vorgibt, Inspektor Darkney zu sein. Du Volltrottel, du! Das ist Inspektor Darkney. Hordak, du bist wirklich der jämmerlichste Hordes-Commander, den ich kenne. Ich finde keine Worte dafür. Inspektor Darkney,
Ihr müsst mir glauben, bitte, ich kann nichts dafür. Ach ja? Warte, wenn ich das Hordes Prime berichte. Das war nicht meine Schuld, das war alles nur ein Missgeschick. Das glaube ich nicht! Ich auch nicht! Du bist ein Versager! Warum muss mir immer sowas passieren? Habt ihr gesehen, wo ich mich heute versteckt hatte? Nein, dann schaut noch mal genauer hin. Schaut genau hin. Hier bin ich. In der heutigen Geschichte hatten She-Ra und ihr Bruder He-Man eine schwierige Aufgabe zu meistern. Aber sie wussten genau, dass der eine auf die Hilfe des anderen zählen konnte. Es ist schön, jemanden zu haben, wenn man Hilfe braucht. Und genau das ist es, was unter Geschwistern wirklich zählt.